Ein Drittel der Bevölkerung leidet an Schlafstörungen. Zu ihnen gehört auch Egon Heinrich aus Baunatal. Schlaf schlecht, wache öfters auf in der Nacht. Und am Tag könnte ich mich hinsetzen und schlafen. Herr Heinrich hat die letzte Nacht von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens verkabelt im Schlaflabor des Marienkrankenhauses verbracht. Professor Dr. Martin Konermann untersucht chronische Schlafstörungen. Dazu gehören Schnarchen, Schlafwandeln, unruhige Beine oder nächtliche Atempausen. Insgesamt gibt es sogar über 88 Erkrankungen des Schlafs. Ein typisches Symptom ist die Müdigkeit am Tag und der Leistungsverlust. Also wenn Sie ein halbes Jahr nicht gut schlafen, sollten Sie dringend den Weg zum Schlafmediziner antreten, um die Ursachen klären zu lassen. Wenn es nur ein, zwei Nächte sind, dann sind es meist äußere Ursachen, die man in der Regel auch kennt, wie Konflikte beispielsweise oder Examenssituationen oder etwas anderes. Kann auch mal ein Disco-Besuch gewesen sein. Man spricht von einer chronischen Schlafstörung immer dann, wenn man 4 bis 6 Wochen schlecht schläft. Um die Ursachen dafür herauszubekommen, wird Egon Heinrich im Schlaflabor an spezielle Messgeräte angeschlossen. Aber wie gut schläft es sich so verkabelt? Schlecht, weil zu viele Kabel dran sind. In der Nase hat man schon 4 Stück drin. Das ist zu viel. Man kriegt schlecht Luft, kann sich schlecht bewegen. Aber sonst ist es auszuhalten. Doch bevor es soweit ist, wird der Kopf erst einmal vermessen, um zu sehen, an welche Stellen die Elektroden kommen. Dann werden die richtigen Stellen mit einem Stift markiert und die Goldelektroden mit einer Paste direkt auf die gesäuberte Kopfhaut geklebt. Sind die Kabel dann in der Steckbox, kann Dr. Konermann im Nebenraum am Monitor sehen, wie der Patient geschlafen hat. Man kann hier sehr schön erkennen, dass dieser Patient immer, wenn er einatmet, geräuschvoll atmet, das heißt, er schnarcht in dieser Phase. 10 Schlafplätze hat das Labor im Marienkrankenhaus in Kassel. Jährlich schlummern hier insgesamt 1500 Patienten und träumen von einem besseren Schlaf. Na dann, gute Nacht.